So, willkommen bei diesem kleinen Video zum Thema, wenn man sieht, der euklidische Algorithmus. Euklidisch. Was bedeutet euklidisch? Nun, es bezieht sich ganz offenbar auf Euklid, den berühmten Mathematiker. Schauen wir kurz rein. Hier ein Foto von Raphaels berühmten Wandgemälde der Philosophenschule von Athen in Stanzen im Vatikan. Hier die Sala della Signatura. Und hier auf dem Bild die Philosophenschule sehen wir Euklid hier. Ich zoome nochmal ran und drehe ein bisschen. Hier Euklid mit dem Zirkel über eine Tafel gebeugt, demonstriert seinen Schülerinnen und Schülern etwas, der Meister. Und die Schüler schauen verdutzt und begeistert. Ähnlich begeistert sind wir hoffentlich von unserem euklidischen Algorithmus. Also was euklidisch dabei heißt, wissen wir jetzt, es bezieht sich auf Euklid. Was bedeutet Algorithmus? Nun, das wissen wir alle eigentlich auch, zumindest alle, die schon mal einen Auszählreim verwendet haben. Zum Beispiel diesen berühmten hier. Ene, mene, mu und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht, musst erst sagen, wie alt du bist. Und das ist das Entscheidende, nämlich das, wie alt du bist. Denn es bestimmt schließlich das Alter des Letzten, auf den gedeutet wird, wie weit unsere, nennen wir sie Euklidier hier, noch weiterzählen muss, um schließlich denjenigen zu bestimmen, der in diesem Fall ausscheiden wird. Und genauso funktioniert letztlich ein Algorithmus. Nämlich, sagen wir es etwas abstrakt, ein Algorithmus ist wie ein Abzählreim nichts anderes als ein Prozedere oder ein Verfahren, mit dem es einen Input gibt. In unserem Fall waren es die Mitspieler und das Alter des Letztgezeigten, auf dem zum Schluss gezeigt wurde. Also es gibt ein Verfahren, das einen Input bedarf, um dann schließlich aus diesem Input eine Entscheidung abzuleiten, ein Output. Und in unserem Fall heißt das nicht, dass wir ausscheiden. Hoffentlich bleiben wir noch alle beim Thema. In unserem Fall, dem euklidischen Algorithmus, passiert Folgendes. Der Input sind zwei ganze Zahlen, die wir, damit es nicht ganz langweilig ist, als ungleich 0 annehmen wollen. Und unser euklidischer Algorithmus, der hilft uns jetzt sozusagen bei folgender Aufgabe. Berechne den größten gemeinsamen Teiler von n und m, unseren beiden gewählten ganzen Zahlen. Ich weiß schon, da müsste hier eigentlich ein Ausrufungszeichen stehen, aber gehen wir es heute mal sanft an. Also berechnen wir den größten gemeinsamen Teiler von n und m. Was war das nochmal, der größte gemeinsame Teiler? Nun, von Anfang an, was bedeutet Teilbarkeit oder was bedeutet es, ein Teiler zu sein? Also im Symbol, eine Zahl A teilt eine Zahl B. Nun, wenn es eine ganze Zahl K gibt, sodass B gleich A mal K. Mit anderen Worten, B ist ein Vielfaches von A. Das bedeutet, dass A B teilt, nämlich in sozusagen K gleich große Pakete. Teiler. Also A ist ein Teiler von B, wenn B ein Vielfaches von A ist. Und GGT von N und M, das ist nun definiert als eben die größte ganze Zahl, die N und M teilt. Also der größte gemeinsame Teiler von N und M, wie der Name schon sagt. Nun, für die ganz besonders Gewitzten gibt es eine Beobachtung. Offenbar gilt nämlich, dass 1 jede ganze Zahl teilt. Daher muss der größte gemeinsame Teiler von je zwei ganzen Zahlen größer gleich 1 sein, denn 1 teilt schließlich jedes n und jedes m. Wir können uns im Folgenden daher auf positive ganze Zahlen beschränken. So, nun aber zurück zur Aufgabe.
Wir wissen jetzt, was der größte gemeinsame Teiler ist, oder wir erinnerten uns daran, aber wie berechnet man ihn? Und die Antwort auf diese Frage, wie man den größten gemeinsamen Teiler zum Beispiel berechnen kann, gibt, tata, der euklidische Algorithmus. Nähern wir uns dem euklidischen Algorithmus mit einem Beispiel. Da ist sie wieder, unsere Euklidia. Lasst uns den größten gemeinsamen Teiler von 111 und 39 bestimmen. Ja, was könnte man da tun? Also wir versuchen einmal 111 durch 39 zu teilen. Vielleicht teilt 39 ja sogar 11. Und wenn man das tut, wie in der Schule, erhält man das 39 zweimal in 111 enthalten ist. Allerdings gibt es einen Rest, nämlich von 33. Mit anderen Worten, 111 ist nichts anderes als 2 mal 39 plus dem Rest 33. Mit diesem Ergebnis geben wir uns aber nicht zufrieden. Wir machen weiter. Wir nehmen die 39 jetzt her und dividieren sie durch den Rest 33. Wir dividieren 39 durch 33 und erhalten offenbar 1. Allerdings halten wir wieder einen Rest, und zwar 6 Rest. Oder anders gesagt, 39 ist 1 mal 33 plus 6. Aber auch damit geben wir uns nicht zufrieden. Wir nehmen jetzt unsere 33 her und dividieren sie durch unsere 6. 33 durch 6, den zweiten Rest, den wir erhalten haben, ist 5. Aber wieder bleibt ein Rest, nämlich von 3. Mit anderen Worten, wir können schreiben, 33 ist 5 mal 6 plus 3 Rest. Wieder geben wir uns nicht zufrieden. Wir nehmen nun diese 6, den zweiten Rest her und dividieren ihn durch die 3, den dritten Rest, den wir erhalten haben. Und die Division ist in dem Fall leicht. 6 durch 3 ist 2 und diesmal gibt es keinen Rest oder besser gesagt 0 Rest. Mit anderen Worten, 6 ist 2 mal 3 plus 0. Ja, was fällt uns dabei auf? Wenn wir uns diesen ersten Rest ansehen, 33, den zweiten Rest 6, den dritten Rest 3 und den letzten Rest 0, dann sehen wir, diese Reste werden immer kleiner. 33, dann 6, dann 3 und schließlich 0. Und eben zum Ende erhalten wir sogar 0 Rest. Also die Reste werden kontinuierlich strikt kleiner. Und zum Schluss erhalten wir 0. Und das muss so sein. Und ist natürlich unabhängig davon, dass wir 111 und 39 für unser Beispiel ausgesucht haben. Denn, wenn ich eine Zahl A durch eine Zahl B dividiere, ganze Zahlen, und ein Ergebnis erhalte Q und einen gewissen Rest R, dann ist es so, dass der Rest R strikt kleiner sein muss als der Divisor B. Denn sonst würde ja B noch einmal quasi im Rest aufgehen und Q wäre nicht das Ergebnis. Also bei jeder Division ganzer Zahlen A durch B erhalten wir einen Rest, der notgedrungen strikt kleiner ist als B. Ich liebe Farben und jetzt vorhin waren wir schon bei Raphael aus den Stanzen. Also lass uns jetzt hier die Reste einfärben. Wir haben 39, unsere Zahl B, das war unsere erste Division, 111 durch 39 und R, der Rest in unserer Division, war 33 und jetzt muss eben aufgrund des Gesagten hier, muss der Rest 33 strikt kleiner sein als 39. Bei der zweiten Rechnung haben wir 39 genommen und durch den Rest dividiert, 33. Und 6 Rest erhalten. Wieder gilt, ob des Gesagten, der dazu erhaltende Rest muss strikt kleiner sein als der Divisor. Wir erhalten also, dass der zweite Rest strikt kleiner sein muss als der erste Rest. Bei der dritten Rechnung haben wir 33 genommen und durch den zweiten Rest geteilt. Wieder gilt, aufgrund des Gesagten, wenn ich zwei Zahlen dividiere, muss der Rest strikt kleiner sein als der Divisor. 6 war der Divisor, 3 ist der Rest in diesem Fall und 3, der Rest, muss eben strikt kleiner sein als die Zahl, durch die ich teile.
Und genauso ist es hier. Wir haben 6 genommen und durch die 3 geteilt. Die 3 ist der Teiler hier. Und 0, der Rest, muss strikt kleiner sein als der Teiler. Man sieht schon, aufgrund dieser allgemeinen Regel, Division mit Rest, müssen die Reste in diesem Schema, in diesem Verfahren, strikt kleiner werden. 39, 33, 33, 6, 6, 3, 3, 0. Also wir haben gesehen, dass aufgrund der Division mit Rest die Reste in diesem Verfahren immer strikt kleiner werden müssen. Aber warum werden sie sicher einmal 0? Denn auch das habe ich behauptet. Nicht nur, dass sie stetig absinken, sondern dass sie auch mal verschwinden, dass 0 Rest rauskommt. Nun, das ist auch klar, aber man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Folge der Reste nimmt, wie wir gerade festgestellt haben, strikt ab. Andererseits ist sie allerdings durch 0 nach unten beschränkt. Weniger als 0 Rest kann man ja nicht erhalten. Dadurch, so wie in diesem mehr oder weniger gelungenen Bild, wenn die Reste, wir kommen von den Resten, jetzt habe ich einen Rest, dann ist noch ein Rest, dann wird er kleiner und er wird immer kleiner und immer strikt kleiner, wenn diese Folge strikt absinkt, wie wir unsere Reste muss, ich habe hier ein Mäuerchen gezeichnet, muss zum Schluss die 0 als Rest erreicht werden. Gut, also wir haben uns vergewissert, dass in diesem Verfahren die Reste immer kleiner werden und dadurch sicher einmal gleich 0 werden. Was fällt uns an diesem bunten Bild noch auf? No? Wer weiß es? Richtig. Was hat dieses Verfahren mit dem größten gemeinsamen Teiler zu tun? Die Euklidier stellt die richtigen Fragen. Nun, es ist so, dieses Verfahren hat einiges mit dem größten gemeinsamen Teiler zu tun, nämlich der vorletzte Rest, oder besser gesagt, der letzte Rest, der nicht die Null ist, der letzte nicht verschwindende Rest, diese 3, die ist der größte gemeinsame Teiler von 111 und 39. Warum? Nun, schauen wir uns dieses Gleichungssystem noch einmal an. Und lesen wir es von unten nach oben. Und lass uns dabei systematisch alle Zahlen rot markieren, die von 3 unserem behaupteten größten gemeinsamen Teiler geteilt werden. Also wir lesen von unten nach oben und markieren systematisch alle Zahlen rot, die von 3 geteilt werden. Nun, in der letzten Gleichung ist es natürlich die 3 selbst, die von 3 geteilt wird. Und so gilt es für jede 3 in diesem Gleichungssystem. Allerdings, wir lesen von unten nach oben, die 3 teilt natürlich auch die 6. Steht ja gerade da. 6 ist 2 mal 3 und 0 Rest. Daher gilt es auch für jede 6 in diesem Gleichungssystem. Jetzt springen wir von der letzten Zeile einer Zeile höher. Wir haben gesehen, durch die rote Markierung, 3 teilt natürlich 3 und es teilt auch die 6. Damit teilt aber 3 auch die Summe dieser beiden Zahlen. 5 mal 6 plus 3 und das ist 33. Also 3 teilt auch 33. Und das gilt natürlich für jede 33 in diesem Gleichungssystem. Jetzt springen wir wieder eine Zeile höher. Wir haben uns gerade vergewissert, dass die 3 die 6 teilt und die 33. Damit teilt die 3 aber auch die Summe dieser beiden Zahlen, einmal 33 plus 6. Denn das ist die 39. Und das gilt natürlich für jede 39 in diesem Gleichungssystem. Und jetzt springen wir zur höchsten Zeile. Wir haben uns vergewissert, dass die 3 die 33 teilt, aber auch die 39. Und damit teilt die 3 notgedrungenerweise 2 mal 39 plus 33 und das ist 111. Also die 3 teilt 111 und 39, denn beide sind rot markiert. Die 3 teilt also 39 und 11 und ist damit ein gemeinsamer Teiler von 39 und 111. Ich habe allerdings behauptet, dass die 3 sogar der größte gemeinsame Teiler von 39 und 111 ist. Warum?
Warum ist die 3 schon der größte Teiler und nicht nur irgendein Teiler? Nun, lass uns dieses Gleichungssystem noch einmal ansehen, allerdings in etwas anderer Form. Wir bringen diese Produkte auf die andere Seite. Und zwar so, zack. Wir schreiben das Gleichungssystem um, indem wir diese Produkte auf die andere Seite bringen. Wir schreiben 111 minus 2 mal 39 ist 33 und so fort. 39 minus 1 mal 33 ist 6 und so weiter. Und lass uns im Folgenden die letzte Gleichung ignorieren. Wir werden sehen, wir werden sie nicht brauchen. Also lass uns argumentieren, warum 3 der größte unter allen gemeinsamen Teilern von 39 und 111 sein muss. Dafür nehmen wir einen beliebigen Teiler D von 39 und 111. Angenommen, wir haben eine ganze Zahl D gefunden, die 39 und 111 teilt. Was müssen wir nun zeigen? Wir müssen nun zeigen, dass D kleiner oder gleich 3 ist, denn dann wissen wir oder dann hätten wir erkannt, dass 3 der größte von allen Teilern von 39 und 111 sein muss. Nun, lass uns das ansehen. Nehmen wir an, D also teilt 39 und 111 und markieren wir nun wieder rot. Diesmal lesen wir von oben nach unten, welche Zahlen in unserem Gleichungssystem von D geteilt werden. Nun, laut Annahme teilt D 111 und 39. Damit teilt D aber auch die Differenz dieser beiden Zahlen von 111 und 2 mal 39. Das ist die 33. Hier sind wir nochmal die 39, Verzeihung, die wird auch geteilt. Aber auch die Differenz, nämlich die 33. Und das gilt natürlich für jede 33 in unserem Gleichungssystem. Jetzt gehen wir eine Zeile tiefer. Angenommen, oder laut Annahme, die D teilt 39. Und wir haben schon erkannt, dadurch auch die 33. Dann muss D aber auch die Differenz dieser beiden Zahlen teilen, nämlich 39 minus 1 mal 33. Und das ist die 6. D muss also auch die 6 teilen. Und das gilt für jede 6 in unserem Gleichungssystem. Wieder springen wir eine Zeile tiefer. Wir haben erkannt, dass D, wenn es ein gemeinsamer Teiler von 39 und 111 ist, notgedrungen die 33 teilen muss und auch die 6. Damit muss D aber auch diese Differenz teilen, 33 minus 5 mal 6. Und das ist 3. Also, wir haben erkannt, wenn D ein gemeinsamer Teiler von 39 und 111 ist, dann teilt D die 3. Damit muss aber D kleiner oder gleich 3 sein. Und dadurch ist 3 der größte unter allen gemeinsamen Teilern von 39 und 111. Denn einerseits, ich sage es nochmal, wir haben erkannt durch das Lesen von unten nach oben, dass 3 die 39 und 111 teilen muss, also ein gemeinsamer Teiler ist. Und durch das Umschreiben und wieder von oben nach unten zu lesen, gesehen, dass jeder andere Teiler klein oder gleich sein muss. Ergo, die 3 ist der größte gemeinsame Teiler von 111 und 39. Nun ist aber allerdings klar, die Idee hinter diesem Verfahren, diesem Ausdividieren der immer folgenden Reste, diese Idee hängt offenbar nicht von der konkreten Wahl von 111 und 39 ab. Also lass uns das allgemein formulieren. Lass uns den euklidischen Algorithmus, wie dieses Verfahren genannt wird, allgemein betrachten. Wir nehmen also 2 ganze Zahlen her und wie gesagt, damit es nicht langweilig ist, nehmen wir an, dass sie beide nicht die Null sind. Nun, wenn wir 2 ganze Zahlen hernehmen, können wir natürlich auch ohne Beschränkung der Allgemeinheit, wie man so schön sagt, annehmen, dass die eine Zahl kleiner oder gleich der anderen ist. Also wir nehmen 2 ganze Zahlen, nicht beide 0 oder beide nicht 0 und nehmen an, m ist kleiner gleich als das n. Nun, wir gehen nun allgemein so vor wie vorhin im Beispiel. Wir dividieren zuerst die größere durch die kleinere Zahl oder versuchen es. Nun, dann kommt ein Ergebnis raus, Q1, das erste Ergebnis, deswegen diese 1. Das erste Ergebnis, nur so wird irgendeinen Rest ergeben, einen ersten Rest, deswegen R1. Also wenn n durch m irgendein Q1 mit R1 Rest ergibt, dann heißt das nichts anderes als das n gleich Q1 mal m plus R1 ist. So, und jetzt machen wir weiter wie vorhin mit 111 und 39. Wir nehmen jetzt m her
und dividieren m oder versuchen es durch R1. Also wir versuchen m durch R1 zu teilen, den ersten Rest. Und wir werden wieder ein Ergebnis erhalten, ein zweites Ergebnis, deswegen Q2. Und wir werden wieder vermutlich einen Rest erhalten, R2. Mit anderen Worten, wir können dann schreiben, m ist gleich Q2 mal R1 plus R2. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, aufgrund des allgemeinen Prinzips der Division mit Rest wissen wir, dass der erste Rest kleiner als m sein muss und der zweite Rest kleiner als der erste Rest R1 sein muss. Wir machen jetzt wieder weiter, wie im Beispiel. Wir nehmen nun jetzt R1 her und dividieren es durch R2 oder versuchen es. Und wir werden wieder ein Ergebnis erhalten, Q3, das dritte Ergebnis. Und wir werden wieder einen Rest erhalten, R3. Und wir können daher allgemein schreiben, R1, ich wiederhole, der erste Rest, den wir erhalten haben, ist Q3 mal der zweite Rest, den wir erhalten haben, plus einen dritten Rest, R3. Und wieder gilt aufgrund des allgemeinen Prinzips der Division mit Rest, dass der dritte Rest strikt kleiner als der zweite Rest sein muss. Und ich wiederhole, der zweite Rest strikt kleiner als der erste sein muss und der erste Rest strikt kleiner als m sein muss. Ja, und das kann man jetzt immer so weitermachen, dieses Spiel. Also wir würden jetzt R2 nehmen und das durch R3 versuchen zu teilen. Wir würden ein viertes Ergebnis erhalten, einen vierten Rest und so weiter und so weiter. Aber nachdem wir schon erkannt haben, das allgemeine Prinzip, dass die Reste in diesem Schema, in diesem Verfahren strikt kleiner werden müssen, aber andererseits nach unten durch die Null beschränkt sind, muss irgendwann nach endlich vielen Schritten, hier haben wir k gewählt, k-Schritte, ein Rest Null zum Vorschein kommen. Oder muss es eine letzte Division von Resten geben, die aufgeht, die Null Rest hat. Und nun ist dieser letzte nicht verschwindende Rest, der vorletzte im ganzen Schema und der letzte, der nicht Null ist, der hier drüber stünde in der Gleichung, hier sozusagen. Dieser letzte nicht verschwindende Rest ist unser gesuchter größter gemeinsamer Teiler von n und m. GGT von n und m ist dieser letzte nicht verschwindende Rest. Und dieses Verfahren zu zwei gegebenen ganzen Zahlen, die diese Bedingungen erfüllen, dieses Schema aufzuschreiben, wo wir versuchen auszudividieren, einen Rest erhalten und wieder den Divisor der vorigen Gleichung durch diesen Rest teilen und so fort, bis wir notgedrungen zu einer Gleichung kommen, die Nullrest ergibt. In diesem Schema nun, in diesem Verfahren, diesen letzten nicht verschwindenden Rest zu betrachten, das liefert uns den größten gemeinsamen Teiler von n und m. Und dieses Verfahren heißt der euklidische Algorithmus. Ich hoffe, es war aufschlussreich.